was geht? Ihr habt es hier schon gelesen. Ich leake, zeige meinen Cutter, Kameramann, was auch immer ihr wollt. Viele von euch kennen ihn, vor allem auf dem zweiten Kanal, auf dem Hauptkanal glaube ich eher ein bisschen weniger. Aber die Leute, die seit Jahren den zweiten Kanal verfolgen, kennen alle die Ausraster von mir, wenn ich mich über Rudi aufrege, wenn ich rumbrülle, wenn ich rumschreie, wenn wir uns gegenseitig lustig machen, dies, das, dies, das. Ihr habt ihn auch oft gehört im Stream oder im Chat, habt ihr ihn oft gesehen. Aber live habt ihr noch nie gesehen. Einmal hat er sich geleakt auf Instagram, also sein Bild ist da drin. Aber menschlich gesehen habt ihr ihn ja nie, wie er vor euch mit Kamera redet und so. Und ich habe immer so eine Sache, bei mir war immer so eine Sache, wenn ich bei anderen YouTubern immer so die Mods gesehen habe oder geschrieben habe und dann man die gesehen hat, dann hat man immer so ein, ach, das war's jetzt oder was, weißt du, ich meine? Aber ja, wie gesagt, Rudi hat uns sehr viele Jahre hier begleitet, hat mit mir den Kanal aufgebaut, mein Stream mit aufgebaut, managed und ist so gesehen auch meine zweite Hand, was YouTube und das ganze Leben hier anbetrifft. Gut, ich würde sagen, ich hole jetzt einfach ran und dann quatschen wir ein bisschen. Wir sind 2400 Zuschauer, Rudi, ja, nimm Platz. Bin ich jetzt im Stream? Jetzt bist du im Stream. Kann man das rückgängig machen? Nein, kann man nicht mehr. Jetzt ist es vorbei. Jetzt kann man dich sehen und brauchst gar nicht schüchtern nervös zu sein. Du kennst den Chat auch und die kennen dich ja auch. Jetzt seht ihr ihn, Digga. Also ich sag's euch, wie es ist. Als ich Rudi kennengelernt habe, hat er 70 Kilo gewogen. Und wieso lachst du, Wichser? Das ja, war so. Ich habe 80 gewogen, Digga. Und dieses ganze zusammen miteinander arbeiten, aufeinander hocken, durchzuziehen in Corona-Phase und sowas, hat uns einfach fett gemacht. Digga, er war ein gut aussehender Junge. Ich wünschte, er hätte ihn in seiner Prime vor 2 Jahren gesehen. Aber naja, er ist jetzt ein bisschen fetter geworden. Egal, ich zieh schon wieder durch. Ja, das sagst du mir seit 3 Jahren. So, gut, Rudi, dann stell dich mal vor. Also, ich bin Rudi und ich bin 20 Jahre alt und ich schneide Jans Videos. Seit wie vielen Jahren schneidest du meine Videos? Also mit Thumbnails insgesamt arbeiten wir schon seit 4 Jahren zusammen, seitdem ich 16 bin. Das ist schon krass, oder? Ja, schon krass, ne? Heftig. Sollen wir den Leuten erzählen, wie das alles angefangen hat? Von Anfang an? Ja, von Anfang an. Damit wir auch einen Upload haben. Ja, ich kann ich gerne erzählen. Ganz kurz, wenn ihr wollt, schreibt auch Herzen und Chat, Herzen und alles hier rein. Die Leute fühlen das gerade, ich feiere das irgendwie. Ja. Dass die Leute freuen sich auch, dich zu sehen und so. Und jetzt fangen wir einfach mal von Anfang an, wie das war aus deiner Sicht. Und wenn ich was zu einhaken habe, hake ich einfach ein. Hm. Ich habe damals YouTube-Thumbnails gemacht für einen YouTuber. Der hieß jetzt AsiTV. Ja. Und macht er noch Videos? Weil, nee, der ist gerade inaktiv, der will eine Million Special oder so. Okay, okay. Liebe Grüße an Asi. Ja, und dann gab es halt eine Person, die auch mit Jan gut war. Und ich musste irgendwie. Burakson. Ja, Burakson. Mhm. Und ich musste für die ganze Truppe irgendwie Thumbnails machen, ne? Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal von Burakson eine Nachricht bekommen, dass ich ein Thumbnail machen muss. Das war irgendwie um 1 Uhr oder so, ne? Ja, war das für den Reaktionskanal, ne? Ja. Genau. Damit die Leute auch verstehen, Rudi. Nein, das war für Hauptkanal. Echt? Ja. Okay, kann sein, dass du 1-2 Thumbnails für meinen Hauptkanal gemacht hast. Ja, und dann habe ich schon geschrieben, kein Problem. Auf einmal kriege ich ein Bild zugesendet und da ist einfach ein Bild von Jan. Und dann dachte ich mir, hey, was geht jetzt auf einmal ab? Mhm. Und dann war das dann halt so, dass ich das Thumbnail gemacht habe. Habe dem Burak gesagt, ey Bruder, weil ich links sagt, dass ich das Thumbnail gemacht habe. Mhm. So. Und dann auf einmal, so eine Stunde später, schickt eine Nachricht auf WhatsApp. Salam, Jan, hier hast du mein Thumbnail gemacht. Ah, echt, ja? Ja, ja, voilà. Okay. Und Bruder, ich habe auf einmal Angst bekommen. Ich dachte, du willst mich bumsen oder so. Warum denn? Ich wollte mich oder, keine Ahnung, oder ich hatte einfach Angst gehabt, weil du warst dieser Prime Jan und ich hatte Angst gehabt. So, ich so, schreib ihn. Digga, ja. Ich will mal eine Sache hier sagen. Ihr braucht von mir keine Angst zu haben. Ich bin ein 1,73-jähriger kleiner fetter Türke, Digga. Ich tue euch niemandem was. Außer ihr f*** mich im Internet, dann f*** ich in den Arsch zurück. Aber so, Digga, ich habe echt das Gefühl, hier im Stream herrscht eine andere Atmosphäre. Und auch in meinem Insta und so, die Leute. Du guck mal, wenn ich den Leuten antworte, die Leute sagen, ja, aber nicht, dass du gegen mich Video machst. Hä, Bruder, komm aus dieser Welt weg, Alter. Ja, ich bin ein sehr, sehr netter Mann, was das angeht. Okay, jetzt weiter. Ja. Was hast du gesagt? Ich hab Angst. Du hast Angst? Alles klar. Ja, setz dich mal hin, ja, hast mich gefickt. Ja, und dann habe ich ihn geschrieben, eben, ja, warum? Fragezeichen, ne? Mhm. Und dann hast du geschrieben, ja, sieht gut aus, ich brauche in Zukunft öfter welche. Mhm. Und dann habe ich ihm geschrieben, ja, kein Problem, dies und das, schreib mir einfach. Also, dann hast du gefragt, wie sieht's aus mit Bezahlung? Habe ich gesagt, ach Bruder, das ist so wenig Aufwand, schick mir einfach, ich mach. Ja. Und dann ging das Spiel ein halbes Jahr lang, habe ich dann irgendwie die Thumbnails von denen gemacht. So, dass, also als ich die Nachricht bekommen habe, war ich echt, hast du dann meine Links? Da kann ich gar nicht an. Weißt du, was mein erster Gedanke war, wo wir uns kennengelernt haben? Dass, ich erzähle mal kurz, ich hole ein bisschen auf. Es wurde gerade ein Burakson erwähnt und das ist auch ein, ja, man kann sagen, ein Kollege von mir, mit dem wir damals auch Videos zusammen gedreht haben, der mich auch sehr oft motiviert hat und ich hatte mit ihm eine Abmachung damals, dass wir auf Videos reagieren. Er hat mich drauf gebracht und gesagt, mach mal so. Also früher war das bei mir so. Ich war ein Anteil, ja, ich habe ganz normal meine Hauptkanal-Videos gedreht und dann habe ich gesehen, Bruder, dass Monte halt immer auf Videos reagiert und so. Ich dachte mir, Digga, ich bin auch ein Name irgendwo auf YouTube. Ich glaube, die Leute würden sich auch meine Reaktion reinziehen. Ich habe Burakson angerufen, habe gesagt, ey, was würdest du davon halten, wenn ich auf Videos reagiere? Und so, ja, können wir machen. Das ging auch 1-2 Monate so. Ich habe ihn auch bezahlt gehabt. Ja, ja. Irgendwann hat er einen Motorradunfall gehabt. Ja. Nee, nicht nur das. Die Abmachung war immer, dass er die Videos schneidet. Ja, ja. Dann hat er dich aber, ohne dass ich es wusste, sich ein paar Videos schneiden lassen. Da hat er Dings da, das war noch Dings da, hat er gesagt, ey Bruder, schneid mal Video, ich kann nicht so zum Beispiel. Sagen. Genau. Und dann, und ich wusste, ich dachte, der Jan würde davon wissen zum Beispiel. Ich wusste das nicht. Und wie gesagt, ich will den Jungen auch nicht irgendwie
irgendwie schlecht reden. Es war einfach so, dass es mir ein bisschen gestunken hat, dass wenn wir eine Abmachung haben, dass du die Videos schneiden sollst, dass du dann die Videos auch schneidest. Weil wenn ich jetzt mit dir ein Geschäft habe, ich sage, ich reagiere, du schneidest meine Videos und lädst sie hoch. Gibst aber dann ihm die Videos. Wie viel hast du geschnitten, ohne dass ich wusste? Boah, 4, 5, 6, 7. Ist jetzt eigentlich auch nicht so viel. Ist nicht viel, aber... Ich sag dir ehrlich, ich fand es zu dem Zeitpunkt auch nicht schlimm. Ja, ich fand es auch nicht so schlimm. Aber... Da kamen nie viele Uploads so weit. Das war ein Prozess mit mir und Rudi. Als Rudi damals meine Videos geschnitten hat, habe ich alles selber immer kontrolliert. Er hat mir das Video geschickt, ich habe es kontrolliert. Selber hochgeladen, ihm meine Daten nicht gegeben, weil das ist doch gefährlich. Ich kenne ihn nicht so gut, ich kenne ihn gar nicht, was, wenn er meinen Kanal löscht und so. Aber mittlerweile ist das ja wirklich so, weil man sich über die Jahre immer besser miteinander verstanden hat, habe ich ihm immer gesagt, Dicker, zieh deine Schule durch, mach nebenbei diese Filme. Wenn es bei mir besser läuft, stelle ich dich ein. So, am Ende des Tages vertraue ich Rudi wirklich mein Leben lang. Das ist auch so ein Ding, ne? Rudi ist fertig mit seiner Schule und darauf haben wir sehr lange gewartet, sodass ich auch reifer werden kann und mich in meinem Content auch ein bisschen erweitern und älter werde. Und wie meine ich das? Ich merke das ja anhand meiner Videos. Ich sehe, was gut performt und was nicht so gut performt. Und ich habe nun mal diese Krankheit, dass ich seit 3 Jahren mit Osam Videos gedreht habe oder mit Freunden, die ich immer eingeladen habe und bezahlt habe, immer versucht habe, lustige Videos zu machen. Und das haftet bei mir immer noch, sodass ich manchmal immer noch das Bedürfnis habe, wie diesen Disneyland-Vlog zu machen. Yeah. Aber das ist sehr teuer. Es kostet mich 2 Riesen, ist das. Ich möchte mich aber so langsam dahin entwickeln. Ich bin darauf hinaus, dass ich Rudi wie ein Auszubildender 3 Jahre lang geknechtet habe. So, und was habe ich gesagt? Guck mal, Bruder, wenn deine Schule zu Ende ist und wir jetzt endlich Luft haben und ich meine Verträge habe. By the way, an der Stelle, Leute, ich habe meinen Hayat-Deal endlich unterschrieben. Das heißt, ich bin nicht mehr bei... Dankeschön. Ich bin nicht mehr bei Melia verpartnert, sondern bei Hayat, okay? Die zahlen meinen Flug und mein Hotel. So, das bedeutet, ich spare Geld, indem ich dann einen Freund oder einen Mitarbeiter in dem Fall mitnehmen kann. Und das ist in dem Fall Rudi. Und jetzt versuche ich, Rudi halt so zu erziehen, das ist der neue Step, dass Rudi ein sehr, sehr guter Kameramann wird. Schneiden kann er ja sowieso schon. Wir sind uns nicht immer einig, wie er cuttet. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr streng. Aber Dubai ist jetzt unsere erste Chance, wo wir uns zeigen können, ob wir das jetzt gut hinkriegen oder nicht, sodass ich auch nicht zwanghaft ein Osam brauche bei mir, ein Jones, die Zwillinge, Ali, Amir, Laso, ja. Dass wir uns mehr auf mich konzentrieren, versteht ihr? Ja, und ich, gute Kameraqualität, gute Kamerafahrten, boah, auch stark. Wir haben auch Geld investiert, zum Beispiel in ein Gimbal und so weiter, aber wir wollen die Qualität ja steigern, so, weißt du, und den Fokus mehr auf dich dann setzen. Aber Qualität heißt ja nicht, dass die Kameraqualität gut ist, Bruder. Das Qualität auch. Ist einfach, dass wir ein neues Jumbrook entwickeln, so ja, hart genau. Es klingt. Ich möchte immer noch derselbe Jumbrook sein, lustige Vlogs, Leute einladen, dies, das bleibt ja alles immer noch so, wie es ist. Aber ich brauche diesen Next Step, wie bei dem Video bei den Toilettenpapierkönig, da hat Attila mich aufgenommen gehabt. Und hier will ich Rudi integrieren. Und das Gute bei Rudi ist einfach, die Leute, die auf dem zweiten Kanal sind, die kennen ja auch Rudi. Also ihr harmonisiert ja auch mit ihm, weil ihr ihn kennt auf dem zweiten Kanal. Ich muss jetzt aber irgendwie schaffen, dass die Leute ihn auch auf meinem Hauptkanal mögen, dass wenn er mit mir hinter der Kamera redet, dass das so ein neues Attila-Ding wird, wo ich Attila noch nicht gezeigt hatte. Ja. Und wir probieren es einfach, Digga. Stellt euch vor, wir gehen nach Dubai, weil ich dort einen Typen kennenlerne, der eine Roomtour macht, der will ein Autobar kaufen, wir gehen in Autohäuser, nehmen das auf. Und jetzt werden wir es einfach testen und gucken, wie es ankommt. Weißt du, wie ich meine? Weil mir selber wird es auch gut tun. Es wird mir selber auch gut tun, dass ich nicht immer witzig sein muss. Ich finde, mein Leben ist auch so interessant genug. Oder wenn man auch so seriöse Sachen sieht, dass es auch gut performt, da bin ich mir sehr sicher. Auch wenn die Videos nur 100.000 Aufrufe machen werden. Ja. Wir werden es probieren. Und ja, wenn es gut performt, Bruder, dann brauche ich auch wirklich so hart, es klingt niemanden mehr, weil ich auch alles alleine machen kann. Mit Rudi zusammen. Mein Hotel wird übernommen, der Flug wird übernommen. Weißt du, ich meine? Ja, und dann kommt, wird das eins zum anderen kommen. Mein Eis wird jetzt kommen nächsten Monat. Meine Klamotten kommen im Oktober. Du wirst die Events da aufnehmen, dies, das. Es wird mehr Geld reinkommen. Wir können mehr fliegen, wir können mehr machen. Das ja, wir haben auf jeden Fall viel vor und ich muss endlich es schaffen, Rudi beizubringen, wie man auf meinem Hauptkanal schneidet, sodass ich mich nur noch um die Ideen kümmern kann, Kontakte knüpfen kann und halt gute Videos planen kann. Ich will nicht mehr derjenige sein, der Samstagnachts schneidet, hochlädt. Ich will nur noch reagieren, dass Rudi aufnimmt und schneidet. Das muss zur Arbeit werden. Jetzt gerade ist das Verhältnis so, Rudi lebt zu Hause oder bei seiner Tante, wo auch immer. Ja. Und er schneidet die Videos von dort aus. Er lädt die Streams runter, er schneidet die Videos, lädt die Reaktion hoch. Aber ich habe mir das alles hier nicht umsonst aufgebaut. In meinem Leben waren die letzten Jahre alle Steps, okay? Wir haben unser Lager aufgebaut, wir haben unsere Logistik aufgebaut. Es soll so werden wie eine Firma. Es ist ein Geschäft. Wisst ihr, ich meine? Dass ich hier noch ein Büro aufmache, dass ich vielleicht ihm noch eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder eine Einzimmerwohnung in Gladbeck hole. Sodass, wenn wir viel vorproduziert haben oder produziert haben, dass wir es vielleicht auch irgendwann mal schaffen, 2 Videos auf dem Hauptkanal zu ballern, sodass wir auch mal endlich dahin kommen, wo wir auch hingehören. Weil ich finde, wir machen guten Content, ich finde, wir haben die stärkste Community. Es fehlen jetzt nur noch die guten Videos, 2 Videos die ich auch. Stark, Digga. Das wäre super. Das die ich viel plane, gut. Aber nicht dazu komme, weil ich durch 5 geteilt bin gerade. Stream, reagieren. Meetings, Eistee. Meetings, Klamotten. Fliegen. Content drehen, das bezahlen. Es ist sehr, sehr schwierig. Ich kann mich nicht durch 5 teilen. Aber wenn ich es schaffe, endlich ihn so zu drehen, wie ich ihn haben will,
dann kommt der Next Step mit Can. Weißt du, ich meine, dann könnte ich zum Beispiel, als Beispiel, ich nehme Rudi mit, wir fahren nach Berlin, ich drehe mit Ozan 3 Foodtouren ab beispielsweise. Ich komme zurück, muss mich um das Cut nicht kümmern, das heißt, ich kann streamen. Das bedeutet, wenn wir 3 Videos davor produziert haben, können wir die mittwochs ballern. Ein Problem weg. Sehr viele Probleme weg. Ja. Weil ich weiß, er geht dahin, er nimmt auf, schneidet, mach. Und das muss jetzt halt so werden, wie es halt werden muss. Und ich merke einfach, wie die letzten Jahre an mir gezogen sind. Versteht ihr? Wenn du nur unterwegs bist, ich will hier nicht die auf die Heulsuse-Tube drücken oder so. Ich habe mir alles erarbeitet da, wo ich bin, mit meinem starken Team. Ich bin nur da, wo ich bin, auch wegen meinem Team. Sei es ein Fahrer, der dann bei den Reaktionen dabei ist, wenn ein Video gut performt. Die Meme-Folge hat 130, oder? Das ist gut für mich, Bruder. Jones hilft mir, er arbeitet in der Firma. Ozan hat mir 2 Jahre seines Lebens geopfert. Laso hilft mir, Rudi ist mein Mitarbeiter. Und hätte ich diese ganzen Kontakte und diese Dinger nicht, dieses Netzwerk, könnte ich nicht so arbeiten, wie ich arbeite. Es klingt gerade so selbstverliebt und seit 10 Minuten laber ich wieder. Du musst gucken, wie du das zurechtschneiden willst. Ja, ich knall das schon. Ein Flow, Digga, das ist sehr stark. Aber ich habe gemerkt, dass die letzten 2 Jahre so krass an mir vorbeigezogen sind, dass ich älter werde. Und das bedeutet, ich habe nicht mehr viel Zeit auf YouTube. So täuscht das vielleicht euch anhört und ihr euch denkt, hey, bist du behindert oder so, du verdienst gutes Geld. Ich habe euch immer gesagt, und das ist nicht gelogen, ich werde nicht für immer auf YouTube sein. Ich werde jetzt gucken, was man noch rausholen kann mit gutem Content, und wenn das von meiner Community angenommen wird, dann wird es angenommen, dann ziehe ich das auch durch. Aber wenn ich jetzt Eistee baller, 1-2 Jahre läuft es gut und dann weniger, kann auch sein, dass ich den Exit mache. So, weil ich sag's euch, wie es ist, Leute, ich habe so viele gute Freunde, die Läden haben, die sagen, Can, du kannst die Geschäftsführer werden. Ich werde nie an Hungersnot leiden und ich bin seit 10 Jahren hier im Online-Geschäft, Digga. Ich bewege mich in der Öffentlichkeit seit 10 Jahren und das macht was mit einem Menschen. Ich habe noch immer keine Beziehung, ich bin seit 5 Jahren Single, weil ich mich nur auf meine Arbeit konzentriere, auf meine Steuern konzentriere, darüber, dass ich mich konzentriere, dass er sein Geld verdient, seine Familie unterstützen kann, dass Laso gutes Geld verdienen kann, Ozan haben wir aufgebaut, zusammen aufgebaut, Jones lebt von der Firma mit den Klamotten, ja, nee, die Community muss am Start bleiben. Die Videos müssen laufen, weil wenn die Videos nicht laufen, kann ich auch nichts verkaufen. Versteht ihr? So. Bis hierhin haben wir es sehr gut gemacht. Es hat ein bisschen nachgelassen. Jetzt gehen wir noch mal unser Bestes uns probieren. Und wenn es klappt, klappt es, Bruder. Klappt es nicht, Salam Aleikum. Ganz einfach, Bruder. So, jetzt kannst du erzählen noch, was dir auf dem Herzen liegt und ja. Ja, also ich wollte noch einmal erzählen, das erste Treffen mit dem, das war eigentlich schon lustig, weil ich war so 16 oder 17, ich hatte nicht mal einen Autoführerschein, nichts gehabt. Ja. Dann einfach meine Eltern haben dich dann zu dir gefahren und so, das war, boah, ey, da hatte ich schon Angst gehabt. Wir hatten, glaube ich, schon 1-2 Jahre Kontakt, aber du warst nicht einfach bei mir, ne? Nein, nein, dann musste ich mich fahren lassen zu dir und so. Ich fand's sehr lustig, aber auch an sich, die Zeit, die wir hatten, die ging irgendwie voll schnell vorbei. Sehr traurig eigentlich. Sehr traurig und, Bruder, wir sind einfach fett geworden. Wie alt ist Rudi? Er ist 20. Ja, Digga. Ich war 20, als ich da bei Can angefangen habe, war ich 16. Ich war 21, 22, ne? Wir werden älter, so ist nicht. Und ja, so. Ich wollte ihn euch immer zeigen, jetzt habt ihr ihn gesehen. Wir hoffen einfach, dass es weiterhin gut harmonisiert. Ich bin euch sehr dankbar, dass mein Name zu einer Marke geworden ist und dass wir hier das Ganze wirklich wie ein Geschäft betreiben. So. Und dass uns hier auch gerade wieder 2400 Leute zuhören, ist für mich ein Riesenprivileg, dass Subs verteilt wurden, nur weil man einen Menschen sehen will, dass man ein bisschen Spaß hat. Für euch mache ich das Ganze. Jetzt versuche ich, meinen Hauptkanal noch voranzupeitschen, gebe viel Geld aus, wir reisen viel, wir machen auch viel. Guck mal, ich bin todkrank. Wallah, ich will nicht rumheulen. Ich bin todkrank seit 3 Tagen, mir geht's wirklich nicht gut. Will mich nur überlegen, bin krank, aber ich weiß, dass ich sonntags hinkommen muss, für euch diese Videos reagieren muss und machen muss, damit ihr auf den zweiten Kanal Content habt, ich Geld verdiene und morgen fliegen wir wieder. Ja, denn wir sind wirklich nur am Hustlen. Egal wer, YouTuber, Webvideoproduzent, egal auf wen schlecht redet, Bruder, bitte hört auf damit. Respektiert die Content-Creator, Bruder. Nicht alle, respektiert nicht die TikToker, aber respektiert die Leute, die was machen. Wir arbeiten wirklich 24-7. Das ist kein Spaß, Bruder. Wenn wir nicht handwerklich arbeiten, arbeiten wir mit dem Kopf. Versteht ihr? Planen, reisen, tun, machen. Und das Ganze kann ich nur, weil ihr unser Leben finanziert. Sei es Klamotten, sei es der Eis, der im September kommt, sei es die ganze Subs von meinen Ehrenbräs hier. Und ja, so wie ich halt das Ganze hier führe. So, das haben wir bis hierhin geschafft. Wir haben es sehr gut gemacht. Ich finde sogar, wenn wir von Suchti nicht verarscht worden wären, wären wir schon längst durch. Wir wären schon längst durch. Ich hätte wahrscheinlich auch mit YouTube aufgehört gehabt. Ich hätte locker meine 3-4 Millionen Euro gehabt. Ich hätte Rudi gesagt, hier, nimm deine 100. Geh, verpiss dich, bau dir was anderes auf. Ich wäre weg gewesen. Das sagst du, wie es ist. Zum Glück ist es nicht so gekommen. Mein neuer Eisdick kommt. Wir haben einen stärkeren Vertrieb. Es wird geil, Bruder. Zieht euch warm an. Im September geht's los. Wir geben Gas. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Vielleicht ist etwas von dir zu kurz gekommen. Möchtest du noch irgendwas sagen, was du auf dem Herzen liegt oder so? Ja, also ich fand's auch krass, wie sie das angefangen hat mit dem Zweitkanal. So, dass alles durch den Zweitkanal, also ihr müsst euch vorstellen, das war alles wie ein Baum. Der Zweitkanal fing an wie so ein Baum, der einfach gewachsen ist, dann wo dadurch weitere Äste rausgekommen sind, weil dadurch dann gut Geld verdient wurde zum Beispiel durch diesen Baum und da, dass wir uns damit so viele Sachen finanzieren konnten, dann zum Beispiel wie den Hauptkanal wieder zu beleben, geile Videos zu drehen auf dem Hauptkanal und dies und das. Also es ist schon faszinierend, was da passiert ist. Er sieht diese Vision genauso wie ich und wir versuchen jetzt in den nächsten 2 Jahren das nochmal auf ein Next Step zu bringen, sodass euer Bruder mit 28 vielleicht auch irgendwann mal heiraten kann, Geld beiseite hat, seine Freunde alle mit hochgezogen hat, aufgearbeitet hat und dann sehen wir weiter. Weißt du, wie ich meine? Ja, das soll es dann von uns gewesen sein. Auf jeden Fall, Bruder. Ja, Mann.
So. Ja, inshallah wird das, Bruder. Hoffen wir es mal. Geil. Hoffen wir es mal. In einem Jahr sieht man, wir haben einfach aufgehört, weil läuft nicht mehr. Ja, weiß man ja nicht. Ne? Lasst ein bisschen Liebe da für Rudi, nicht für mich, wenn ihr möchtet. Schreibt gerne eure Kommentare dazu. Auf eine gute Zukunft und es geht weiter. Weißt du, ich meine, es geht weiter. Yes, yes, yo. Yes, yes. Gut, danke fürs Zuhören.